Servus, meine lieben Leute. Dem ein oder anderen aufmerksam wird aufgefallen sein, dass ein Hauptprojekt sich wieder dem Ende zugeneigt hat. Und da schalmeilt es schon durch die Straßen und durch die Röhren. Und zwar, lasst uns partizipieren an der Auswahl deines nächsten Projektes. Und so bin ich hier. Ich habe 4 Spiele in die nähere Auswahl mit aufgenommen, die kein Schwein kennt oder die niemand interessiert. Und von daher, ist mir egal. Um jetzt möglichst wenig Zeit oder sowas zu verplempern, möchte ich direkt anfangen. So, und hier sind wir auch schon. Ja, ihr werdet euch die Köpfe zertrümmern, weil ich habe, es ist jetzt live gespielt während des Kommentierens. Es tut mir auch leid, richtige Leute würden hier eine schöne, schnelle Compilation draus machen. Ich hasse sowas, weil ich kann sowas nicht. Ich muss irgendwie zocken und gleichzeitig spielen. Also, Xenoblade Chronicles X, Wii U. Ich habe bis jetzt nur die Story durchgespielt und viele Nebenquests gemacht, aber ich habe mich jetzt nie gewagt an die Haupt- oder an die super tollen, krassen, super optimalen Obermods-Gegner dran zu wagen. Und deswegen, weil das Spiel auch, sagen wir es mal so, um es für euch in schöne Happen zu teilen, nicht so ganz leicht ist, selbiges zu tun und einen konsistenten Flow an Episoden oder sowas zu zeigen, würde ich es und daraus dann ein etwas sporadischeres Projekt machen. Also sobald ich das hinkriege, eine Folge zu produzieren, die einigermaßen gut zu gucken ist, würde ich diese dann entsprechend hochladen. Also Xenoblade Chronicles X für die Bio, der erste. Könntest du bei mir in der Luft bleiben? Manche fassen sich jetzt an Kopf, ist mir egal, ihr wisst Bescheid. Zumindest ein paar wissen Bescheid. Und zwar, Dark Souls Remastered ist raus. Manch einer sagt, scheiß drauf, ich hab den Patch vom Erstling. Also vom Erstling des Erstlings auf dem PC. Mir egal. Ich hatte es irgendwie nicht hingekriegt, damit richtig zu arbeiten. Ist auch egal. Der Grund, weswegen ich das jetzt zeige, ist ein Hinweis von dem Mac Unknown, nämlich ein Bogen bzw. Hunter Only Run. Klingt ein bisschen doof. Also, ich wähle die Klasse Jäger und spiele wahrscheinlich maßgeblich mit Hilfe von Pfeil und Bogen, wie ich es jetzt hier kurz zu demonstrieren versuche. Auch hier im genauso wie bei Xenoblade Chronicles. Scheiße! Oh, du hast daneben gestochen. Hahaha! Haha! Idiot! Lump, Lurch! Ha, ich darf wieder! Oh, verdammt, ich bin wieder im Kommentatorenmodus. Autschen! Haha! Jedenfalls, wegen erhöhter Schwierigkeitsgrade würde ich auch hier sagen, machen wir es ein bisschen unsporadischer, damit ich mir den Druck ein bisschen rausnehme. Also, der Vorschlag von Mac Unknown ist dadurch, also einmal natürlich Bogen, aber ich darf auch die Startausrüstung, oh fuck, ich darf auch die Startausrüstung von meinem Hunter Dings benutzen. Das bedeutet, ich dürfte dieses geile Kurzschwert aufverwenden, um mich durch die Gegner zu schnetzeln. Aber dafür keine andere Nahkampfwaffe. Dafür Consumables und so Zeugs doch. Ja, das Dark Souls ist Projekt Nummer 2. Dark Souls, der Jäger des verlorenen Lebens. Der wird hier seines Strebens nicht so ganz glücklich werden. Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Das liegt ja an euch. Ey, ich hasse Schlangen. Ja, wer hätte das gedacht, dass ich jemals etwas in dieser Form tatsächlich vorschlage? Vor wenigen Tagen hätte ich das mir auch nicht vorstellen können. Aber Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs, das wohl legendärste, zumindest hierzulande legendärste Dragon Quest von der PS2, würde ich jetzt hier auch mal zur Wahl stellen. Ein ziemlich klassisches JRPG. Es gibt ja auch eine 3DS-Fassung davon, die habe ich nicht. Die hat so diverse Verbesserungen, weswegen ich eigentlich lieber die spielen würde. Aber ich habe leider Gottes keine Möglichkeit, ein 3DS-Spiel aufzunehmen, ohne wahnsinnig zu werden. Ich habe noch nicht mal eine richtige Videokamera, um irgendwie das Ding irgendwo am Schraubstock zu montieren, um davon mit der Kamera dann abzufilmen oder sonstigen Unfug zu machen. Also von daher bleibt mir nur die PS2-Fassung. Und ich kenne mich da wahnsinnig gut aus, weil ich habe das Spiel vor, weil nicht 10 Jahren vielleicht mal durchgespielt. Also ich habe es einmal durchgespielt. Oh Gott, habe ich gegen den Endboss geflucht. Und das war es. Also ich habe jetzt beispielsweise nicht mal diese Arena-Nebenaufgabe mit den Monsterkämpfen oder sowas gemacht. Also von daher erwartet da bitte nicht zu viel, aber dafür habt ihr sehr viel Beratungspotenzial bei mir.
So. Ja. Und zum Schluss das Überraschungsprojekt. Es gab die letzte Zeit, was heißt die letzte Zeit? Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder mal: Hey Bert, Secret of Evermore, mach das! Es ist so gut, es ist so löblich, es ist so wahnsinnig toll in meiner Erinnerung. Ich hab's damals auch gerne gespielt, ich hab's jetzt schon ewig nicht mehr gespielt und ich fand's bei weitem nicht so gut wie Secret of Mana. Vor allem, weil ich immer viel gegrindet habe. Aber ihr seht's ja, es ist so ähnlich wie Secret of Mana, nur ein Zweispielermodus mit scheiß Moskitos, die man nie trifft. Und mit verschiedenen Epochen, wovon die letzte irgendwie schnell fertig werden musste, habe ich das Gefühl. Ja, also Nummer 4 ist Secret of Evermore. Und ich werde so verkacken hierbei. Ich kenne die Geheimnisse nicht und sonst irgendwas. Also von daher könnt ihr mir viel vorsagen. Vor allem diese ganzen Zutaten, die sich auf dem Fußboden befinden, die man aufsammeln kann. Als wenn ich mir vorher anlese, wo die sich überall befinden. Nein! Ja, also... Das sind die 4 Auswahlmöglichkeiten. Ihr habt im Video hoffentlich, daran denke ich dran, eine Möglichkeit, wenn ihr die Annotationen anlasst, dass ihr euch das Projekt auswählen könnt, was ihr am liebsten hier sehen wollt. Wahrscheinlich gar nichts. Mach neu, mach alles neu. Und dann würde ich das doch nach einer gewissen Schonfrist auch machen. Ja, dann frohes Wählen. Oh, hier liegt was. Yay! Asche zu Asche! Staub zu Staub! Bonus-Teil! Ja, das finde ich nämlich auch, weil als Bonus-Dingelchen habe ich mal dieses Spielchen hier noch mit beigepackt. Weil eine wahnsinnig große Menge an Leuten nach Das schwarze Auge Schatten über Riva wollten, dass ich mit DSA weitermache. Und das einzige weitere DSA-Spiel, was ich jemals gespielt habe, ist dieses hier. Und zwar Das schwarze Auge. Ihr sollt dem alten Piet helfen. Drakensang am Fluss der Zeit. Ja, halt mal die Goschen. Nein, ich habe keine Fragen. Ich gehe mal. Und das ist ja eher weniger was im Sinne von. Hoppala. Von den Vorgängern, sondern es ist voll in 3D. Ja gut, das waren die anderen Dinge auch irgendwie so ein bisschen. Wir mussten nicht reden mit dir, ne? Ja, muss ich hier Piet fragen. Der kommt mit, denn die haben Bärte, die haben Bärte! Ja, also. Wer direkt DSA-Goodness, wie heißt es, sehen will, der wählt dann Das schwarze Auge Drakensang. Teil 2 oder Drakensang 2 am Fluss der Zeit. So, die gute Dame kommt irgendwie gerade damit. Genau. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe es einmal durchgespielt und ich finde es super. Also, es ist Rundenkämpfe. Also, was ist Rundenkämpfe? Pausierbare Kämpfe. So eine Mischung aus. Oh, cool. Baldur's Gate in 3D. Also, so halbwegs. So, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Und ja, oh, ein Würselkraut. Das werde ich doch mal pflücken. Ja, ich werde viel in der Gegend rumrennen und Zeugs mitnehmen und sowas. Also von daher, hier muss man ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Aber ich denke, das musste man bei den anderen DSA-Teilen auch. Und von daher, gar nicht immer so. Wirklich? Mein Gott, ich bin ja schon ein ziemlich riesiger Zwerg, oder? Immer so. Aber er meint's gar nicht böse, glaube ich. Heilige Scheiße, bin ich breit. Man kann übrigens seinen Hauptcharakter kann man selber generieren, der Rest wird vom Spiel reingeworfen. Also nur, dass ich mal gesagt habe. Aber dazu kämen wir, wenn wir das Spiel denn mal spielen. Achso, das ist ein... Ach, egal. Bis dann! Da! Den Zunderschwamm schnapp ich mir und dann können wir gleich zurück.